In diesem Video geht es um Kaigo Higashino und David Nathan, die zusammen kleine Wunder um Mitternacht erschaffen haben. Viel Spaß. Hi, ich bin der Luis und hier geht's um Hörbücher. Und im letzten Video ging es um das Hörbuch Kleine Wunder um Mitternacht, gelesen von David Nathan und geschrieben von Kaigo Higashino. Und ich dachte mir, heute erzähle ich mal so ein bisschen was über genau diese beiden. Wer ist also Kaigo Higashino? Higashino wurde 1958 in Osaka, Japan, geboren. Er ist japanischer Autor und wollte eigentlich schon seit seines Lebens, so wie es wirkt, schon immer Autor werden und damit auch Preise gewinnen. Deswegen hat er sich da voll drauf gestürzt, könnte man sagen, zu seiner Schulzeit auch. Und hat tatsächlich irgendwann mal Preise gewonnen. Anfangs hat es natürlich dann aber erstmal nicht so geklappt mit dem Autorendasein und er musste einige Anläufe starten, bis es dann wirklich zu einem Durchbruch kam. Der kam dann aber 1998 und das Buch, was er damals geschrieben hat, wurde sogar in Japan verfilmt. Higashino ist vor allem in Japan eine ziemlich große Nummer und vor allem bekannt für seine Mystery- und Kriminalromane. Von seiner Inspektor Kaga-Reihe gibt es aber auch einige deutsche Übersetzungen und auch andere seiner Werke wurden ins Deutsche übersetzt, wie zum Beispiel einige Teile einer Reihe, in der es um einen Physikprofessor geht, der Kriminalfälle auflöst. Interessant finde ich, dass er vor allem eben Kriminalromane eigentlich schreibt und dann aber sowas rausgehauen hat wie Kleine Wunder um Mitternacht, was ja so gar nicht ein Kriminalroman ist. Dafür muss man aber sagen, passt wohl das Mysteriöse an Kleine Wunder um Mitternacht. Also, dass die Zeit dort in diesem einen Laden stehen geblieben ist und sich Briefe geschrieben werden können durch die Zeit hinweg. Ganz gut zu dem, was er sonst so schreibt. Also so ein bisschen mysteriöser Flair, das ist schon was, was ihn als Autor auszuzeichnen scheint. Allerdings muss ich sagen, da kann ich jetzt keine Garantie dafür geben, weil ich kenne eigentlich bloß Kleine Wunder um Mitternacht. Speaking of which, das Buch wurde übrigens zweimal verfilmt, so wie zahlreiche andere Romane von Kaigo Higashino. Das Interessante bei Kleine Wunder um Mitternacht ist aber, dass es eine japanische und eine chinesische Version gibt, die beide im Jahr 2017 erschienen sind. Und in der chinesischen Version, da taucht sogar ein Schauspieler auf, den so ziemlich jeder kennen dürfte, nämlich Jackie Chan. Er spielt hier wohl den ehemaligen Besitzer vom Namiya Gemischtwarenladen. Und wenn ihr euch das mal geben wollt, ich fürchte, ich kann euch keinen guten Tipp geben. Ihr findet auf YouTube eine Version in der Originalsprache. Also wenn ihr Chinesisch versteht, dann habt ihr auf YouTube den Film. Wie auch immer, ich will mir den Film auf jeden Fall irgendwann mal geben und wenn ihr irgendeine gute Quelle findet, wo man sich den gut anschauen kann, schreibt es mir in die Kommentare und dann ziehe ich mir das mal rein. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann sagt mir doch auch mal, wie fandet ihr den Film? Übrigens, wie fandet ihr eigentlich das Hörbuch, falls ihr reingehört habt? Auch das schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und wenn wir jetzt schon von Schauspielern sprechen, die man so kennen könnte, dann frage ich euch, kennt ihr Christian Bale, Johnny Depp oder Paul Walker? Vermutlich schon. Und wenn das so ist und ihr die zum Beispiel mal im Kino auf Deutsch gesehen habt oder gehört habt, dann kennt ihr vermutlich auch den Sprecher des Hörbuchs Kleine Wunder um Mitternacht, nämlich David Nathan. Er ist nämlich die Synchronstimme von eben diesen dreien, zumindest die Standard-Synchronstimme, und hat in zahlreichen Filmen diese Schauspieler vertont. David Nathan ist 1971 geboren, ist ein Original-Berliner und kommt aus Ost-Berlin. Das scheint für ihn auch so ein bisschen ein Problem gewesen zu sein, dass er nicht gleich auf eine Schauspielschule gehen konnte, denn das wurde ihm verweigert nach der Schule. Deswegen hat er auch eine Maler- und Lackiererausbildung. Letztendlich ist das mit der Schauspielkarriere dann aber trotzdem noch was geworden. Also zumindest ist er Synchronsprecher geworden. Und dort ist er extrem begehrt. Also in der Hörbuchszene ist David Nathan schon eine relativ große Nummer. Das heißt, wenn ihr auch viele Hörbücher hört, wie zum Beispiel die Stephen King Hörbücher oder Hörbücher von Haruki Murakami, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal was von David Nathan gehört, tatsächlich. Aber auch als Anime-Fans könnte er euch begegnet sein, denn er hat zum Beispiel in Fullmetal Alchemist eine Sprechrolle übernommen und auch in Dragon Ball Z, aber auch in einigen Videospielen, wie zum Beispiel in Batman-Spielen oder in Oldschool Prince of Persia-Spielen. Der Mann hat also einiges in seiner Vita aufzuweisen und man weiß ja, Übung macht den Meister, der hat echt was drauf. Umso größer war bei uns dann auch die Freude, als er sich bereit erklärt hat, eben die Sprechrolle für Kleine Wunder um Mitternacht zu übernehmen. Also eine wunderbare Interpretation ist ihm da auch wieder gelungen und auch da kann ich nur sagen, hört es euch mal an oder hört zumindest mal rein, es lohnt sich. Ach ja, und noch ein kleiner Funfact am Rande zu Kaigo Higashino. Er war nach seiner Zeit in der Schule Ronin.
Natürlich war er kein Samurai, der irgendwie seinen Herrn verloren hat. Nein, im modernen Japan ist Rodin tatsächlich so eine Art Metapher für Leute, die durch die Prüfungen gerasselt sind und dann ein Jahr damit verbringen, sich auf die nächsten Prüfungen vorzubereiten und währenddessen arbeiten. Also effektiv, er ist durch seine Prüfungen gerasselt. Also wenn ihr mal durch eure Prüfungen rasselt, nicht so schlimm, ihr könnt trotzdem noch Bestseller-Autor werden. So, das war's jetzt erstmal von mir. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Video sage ich jetzt erstmal tschüss, ciao und servus. Hi, ich bin Luis und hier geht's um kriminalen Fälle auflöst. Zahlreiche andere